Hi, willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Dragoon. Wir haben uns letztes Mal hier schon auf den Geisterschiff ein bisschen umgesehen, haben einen Schlüssel gefunden, damit kommen wir durch diese Tür. Und dahinter wird ein Boss auf uns lauern. Und so komisch es klingt, aber für diesen Boss ist Shana tatsächlich mal zu was Nutze. Deswegen nehmen wir die mal rein. Das Schloss ist offen. Wenn ihr den Boss seht, werdet ihr auch verstehen, warum Shana gut gegen den ist. Mutamulett. Was ist Mutamulett? Findet Angst. Okay. Du, schwarzes Monster! Wie unverschämt herzukommen, um Prinzessin Lovia zu verfolgen. Aber solange wir hier bei ihr sind, werden wir nicht aufgeben. Wir sind nicht das schwarze Monster, wir sind... Wie unverschämt von dir, du Monster, menschliche Worte zu benutzen, um uns in die Irre zu führen. Unverzeihlich, auch wenn es mein Leben kostet, werde ich... Ich werde Prinzessin Lovia nicht aufgeben. Ja, der Boss besteht aus 5 Gegnern und alle Gegner sind von Element Dunkelheit. Und da ist Shana mit ihren Dragoonspell Sternenkinder natürlich sehr gut aufgehoben. Das wird guten Schaden machen. Ja, kann Shana mal zeigen, was sie ein... dass sie doch was kann. Ich bin auch mittlerweile mit Shana auf Dragoon Level 5. Wir könnten theoretisch den weißen Silberdrachen benutzen. Den hebe ich mir mal auf. Je nachdem, wie viel Schaden das hier macht, kann ich das dann danach damit schon beenden. Die hat nicht die 4 Kleinen gewonshottet, oder? Uiuiui! Ah, er ist noch relativ fit. Ja, okay. Durch Shana kann man sich diesen Boss anscheinend sehr, sehr easy machen. Ich habe bei RNG natürlich ein bisschen Glück gehabt, dass Shana vor denen dran war. Weil das ist halt ein Gegner, der aus 5 Gegnern besteht. Und dementsprechend kriegt man dann auch 5 mal Aua. So, wie viel macht letzter Angriff im Vergleich dazu? Sternkinder ist halt ein 25% Angriff und das ist ein 75% Angriff. Jo, das macht ein bisschen mehr. Was ist? Begehst du Selbstmord? Das tut weh. Das macht wahrscheinlich 50% Schaden, ne? Wenn ich mir das so angucke. Hat genau die Hälfte nicht gemacht. Ja, wahrscheinlich ist das so. Okay. Ja, den Drachen brauche ich nicht einsetzen. Auch wenn das mehr Schaden macht. Wir gehen einfach mit Sternenkinder weiter. Thank you.
die stehen nach einer Weile auf, okay. Das heißt, du musst wahrscheinlich nur den Anführer besiegen. So, jetzt sehen wir das allererste Mal Kongols Dragoon-Verwandlung. Hat ja den goldenen Dragoon Spirit, also den der Erde. Und ja, yeah, er ist ein dicker Bubi. Ich weiß gar nicht, ob ich auf den gehen soll. Kongol hat zwei Zauber zurzeit: großer Strom und Kometenschlag. Das sind zwei Multizauber, einmal 25%, einmal 50%. Die sind bloß nicht so effektiv, weil Kongols Magiewert scheiße ist. Deswegen bin ich ein Freund davon, bei Kongol nur physische Angriffe zu benutzen. Er hat einen Vorteil bei seinem Zusatz, weil er nur 4 braucht. Wahrscheinlich kann er nicht so viele Kombos machen, weil seine Axt zu schwer ist. Okay, jetzt ist wieder einer aufgestanden. Ich greife einfach mal normal an. Sobald Shana dran ist, sind die tot nämlich. Sternkinder tötet die. Ein normaler Angriff von da tötet ihn auch. Ja, da steht der nächste auf. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob der Kapitän aufstehen kann, aber dann ist es die Kunst, sie alle gleichzeitig zu erledigen. Was jetzt der Fall ist. Vielleicht hätte ihr Drache sie diesen Kampf gewonshottet, weil der ist schon ziemlich OP. Der kostet zwar 80 MP, aber der ist schon ziemlich krass. Weil Sternkinder macht 25% auf alle Gegner und dieser Drache macht 100% auf alle Gegner und komplett Heilung für die Gruppe. Oh, Kongol kriegt einen neuen Zusatz, Inferno. Und Albert hat auch ein Level Up. Ah! Prinzessin! Prinzessin! Shana? Es ist vorbei. Es gibt kein schwarzes Monster mehr. Oh, bitte, bitte leidet nicht mehr. Du bist... Ich? Gott sei Dank, du hast es geschafft, Prinzessin Lovia. Wartet! Gibt es vielleicht etwas, was ich noch nicht weiß? Das Tor ist offen. So, so, Shan hat ihren Zweck erfüllt, die kann jetzt wieder rausgehen. Und ich denke, Kongol nehmen wir auch raus. Und nehmen Albert dafür rein. Tanzenden Dolch erhalten. Das ist, glaube ich, eine Waffe für Rose, wenn ich mich nicht irre. Ja. Der ist ziemlich gut. War 6 stärker als das, was ich zuvor hatte.
So, ich glaube, man muss damit interagieren, ne? Ja. Prinzessin Lofia, sie war noch sehr jung. Wäre sie nicht eine Prinzessin von Millicessor gewesen, dann wäre das nicht passiert. Prinzessin aus Millicessor? Oh mein Gott, du bist am Leben, oh Herr, es war nicht umsonst. 18 Jahre bin ich umhergeirrt und habe mich nach dir gesehnt. Ich kann nun alles beenden. Ich kann jetzt dorthin gehen, wo alle sind. Warte, was für eine Art von Beziehung habe ich zu dieser Person? Das Schiff sinkt. Ja, dann weg hier. Im Maschinenraum ist jetzt wieder alles instand gesetzt und unter Kontrolle, Sir. Dann ruhen wir uns ein wenig aus und warten, dass Dart und die anderen zurückkommen. Oh! Kayla, werdet schnell fertig! Alle Beeilung! Dart, Rose, schnell, schnell! Dart! Gehen wir sind die Letzten. Rose, lass es, du musst überleben. Das ist das gleiche wie damals. Nein, ich kann nicht. Es wird nicht nochmal passieren. Rose? Dart, Rose! Dart! Komm mit der Puder, lass das Rettungsboot herab, schnell! Dart und Sieg sind sich so ähnlich. Sie sind nicht nur Dragoons, die von rotäugigen Drachen anerkannt wurden. Es ist noch etwas anderes, was mich anzieht. Nach 11.000 Jahren fühle ich jetzt die Stärke und die Sanftheit von Dart und sogar seine Zerbrechlichkeit. Das bändigt den Wahnsinn des Dragoons in mir. Sieg, wenn ich ihn festgehalten hätte, würde ich jetzt nicht solche Bitterkeit verspüren.
Tod wird nicht vergeblich sein. Lass mich. Bring dich in Sicherheit. Sieg! Ich habe Sieg in Dart gesehen. Aber Dart ist Dart, er ist nicht Sieg. Nein, er ist nicht Sieg. Poch, was ist denn? Um Himmels Willen, da ist ja irgendjemand. Du magst ihn was, Poch? Ich war überrascht, es hätte wohl niemand erwartet, dass jemand dort sein würde. Dank dir sind wir sicher, Pete. Und bei Poch müssen wir uns auch bedanken. Ach übrigens, seid ihr zwei verliebt, weil ihr nur zu zweit reist? Sehen wir so aus? Ich denke schon, sehen sie so aus? Ja, ihr seid ein schönes Paar. Naja, seid nicht albern. Wir suchen nur nach unseren Freunden. Eigentlich sind wir nämlich zu siebt. Okay, es muss euch doch nicht peinlich sein. Sind Sie krank? Es geht schon. Eigentlich hätten in der Klinik in der Nachbarschaft kommen sollen. Eine Nachbarstadt? Sie heißt Foeno. Es gibt einen Hafen und sie haben ein Boot nach Donau. Weißt du was? Die Queen Fury könnte dort gehalten haben. Aber warum bringst du deine Mutter nicht nach Foeno? Weil ein Monster in der Unterwasserhöhle den Weg blockiert. Ich weiß, dass wir nur selten Gäste haben, aber wir müssen sie jetzt weiterziehen lassen, Pete. Herr Dart, ich hoffe, Sie finden Ihre Freunde bald wieder. Das hoffe ich auch. Sag allen Hallo von mir, okay?
Ja, wir sind jetzt mit Dart und Rose ein wenig auf uns allein gestellt. Deswegen ist es ganz gut, dass ich auf dem Geisterschiff Rose auch ein bisschen trainiert habe, ne? Wer Rose bis hierhin gar nicht trainiert hat, hat halt einen Charakter, der nicht ganz so gut ist. Hier in dem Dorf gibt es auch gar nicht so viel zu entdecken. Es gibt einen Stardust, den wir holen wollen. Dazu müssen wir hier oben hin. Weil der ist hier unten in dem Haus drin. Aber da kommen wir nur von der Leiter aus hin. So, das dürfte Nummer 33 gewesen sein. So, jetzt will ich wieder hier raus. So hast du die Geschäfte und hier gibt's nicht. Das gibt's dann in Foeno, wo wir hin wollen. Dart! Was ist denn los? Könnt ihr uns bitte nach Frueno bringen? Ich habe Angst vor dem Monster, aber wir müssen uns beeilen, bevor es zu spät ist. Wegen deiner Mutter, nicht wahr? Ich will sie ins Krankenhaus bringen. Aber klar, wir bringen euch hin. Ich kann das Monster für euch vernichten. Habe ich was Falsches gesagt? Danke, ich hole meine Mama. Warum schaust du denn so? Ach, nur so. Okay, dann kannst du losgehen. Wie gesagt, in dem Dorf da ist nichts von Relevanz. Das Einzige, was wichtig ist, haben wir mitgenommen. Seit das Monster aufgetaucht ist, geht die Flut nicht mehr zurück. Aber das macht nichts. Denn nach Foeno geht es in die andere Richtung. Ja, man kommt hier auch nicht rüber. Jedenfalls zur Zeit. So, jetzt, wenn wir die Feinde jetzt mal umboxen, kann man auch vergleichen, was die an Erfahrungspunkten im Vergleich zum Geisterschiff geben. Ich meine nämlich, es ist deutlich weniger. Hm, das reicht nicht. Ui. Oh nee, der kann so einen Scheiß machen. Ich hoffe, die Muschel zieht das jetzt nicht in die Länge und macht was anderes diesmal. Weil die tun schon nicht schlecht weh, muss man sagen.
Oh, die geben sogar mehr. Ja, aber du hast hier nicht immer garantiert diese Gruppe. Du hast manchmal auch vielleicht nur die Meerjungfrau oder nur zwei von diesen Krebsen. Und beim Geisterschiff musst du nicht hin und her laufen. Da tauchen diese blauen Fackeln ja automatisch auf. Du kannst dich eigentlich an einer Stelle im Geisterschiff hinstellen, wo eine blaue Fackel erscheint. Die bekämpfen. Und dann, nachdem der Kampf vorbei ist, ein paar Sekunden warten. Und dann sind die wieder da. Und bei Geisterschiff ist halt der Highspot in der Nähe. Hier sieht man schon, da gibt es nur 77, weil es nur ein Gegner ist. Und das kann in der Höhle halt auch passieren. Das ist also Foeno. Vielen Dank, Dart und Rose. Werden Sie schnell gesund, damit Pete wieder glücklich ist. Ich hoffe, ihr findet eure Freunde bald. Aber seid ihr wirklich ineinander verliebt? Denn in der Höhle, da habt ihr... Du bist ein braver Junge und hast nichts gesehen, okay? Okay, ich habe nichts gesehen, glaube ich. Ach ja, naja, wir gehen. Rose, du musst es ihm sagen. Kinder. Warum guckst du denn so? So, ich weiß gar nicht, ob das ein Händler war. Ist ein Gegenstandsladen nur, okay. Oder? Hast du auch Waffen? Nein. Dann bist du mir erstmal egal. Nee, in die Sauna wollen wir nicht. Das ist das Krankenhaus. Genau, hier gibt es nämlich einmal Stardust. Und in Foeno gibt es zwei insgesamt. Das zweite ist ein Hotel. Ja, da ist das Schiff. Das machen wir aber dann beim nächsten Mal. Wir gehen erst einmal in ein Hotel und holen noch das Stardust. Und das war's dann auch für die Folge. Das ist nämlich hier, glaube ich, gewesen. Genau. Ja, und wo die anderen dann sind, das finden wir dann in der nächsten Folge raus, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Like und Abo da, das würde mich riesig freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao!